In der industriellen Messtechnik werden verschiedene Arten elektrischer Thermometer eingesetzt. Eines von ihnen ist das sogenannte Thermoelement. Zur Veranschaulichung wählen wir ein Thermoelement mit Anschlusskabel. Ein Thermoelement besteht aus zwei Drähten unterschiedlicher Metalle, die an der Messstelle miteinander verbunden sind. Grundsätzlich funktioniert ein Thermoelement schon, wenn sich die beiden Drähte an der Messstelle lediglich berühren oder sie miteinander verdreht sind. Für die meisten industriellen Messungen kommt allerdings nur ein verschweißtes Thermoelement in Frage, da es eine besonders hohe Vibrationsfestigkeit vorweisen kann. Wenn die Temperatur an der Messstelle steigt oder fällt, verändert sich auch die Elektronendichte der beiden Metalle. Diese veränderte Elektronendichte, also die Spannung, wird an den Drahtenden gemessen. Ein Thermoelement misst niemals die Absoluttemperatur, sondern immer die Differenztemperatur zwischen Messstelle und Anschlussstelle. Bei Thermoelementen ist daher eine sogenannte Vergleichsstellenkompensation notwendig, durch die sichergestellt wird, dass die Umgebungstemperatur an den Anschlussklemmen der Vergleichsstelle das Messergebnis nicht beeinflusst. Um möglichst hohe Thermospannungen zu erreichen, werden spezielle Materialpaarungen verwendet, deren Einzelelektronegativitäten möglichst weit auseinander liegen. Die preisgünstigeren, unedlen Metallpaarungen erzeugen im Vergleich zu den edlen Paarungen eine höhere Thermospannung. Dafür können edle Thermoelemente auch bei hohen Temperaturen von bis zu 1700 Grad Celsius eingesetzt werden. Es gibt zahlreiche Typen von Thermoelementen, die für unterschiedliche Temperaturbereiche geeignet sind und deren Messgenauigkeiten in Grenzwerttabellen der Normen IEC 60584-1 und ASTM E230 ablesbar sind. Zur Wahl des richtigen Thermoelementes in Ihrem Anwendungsgebiet beraten wir Sie gern.